Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge OMSI 2. Omnibus Simulator. Ja, wie ihr schon sehen könnt, habe ich mir heute, und ist sie gestern oder heute, also ich habe sie mir jetzt gerade eben geholt. Und zwar ist die neue Karte Hohenkirchen erschienen auf Steam. Und ich habe natürlich nicht nehmen lassen, mir die zu holen. Genau. Wir haben heute folgenden Dienstplan heute. Und zwar fahren wir heute die erste Linie, die weit vorne ist, eine relativ kurze Linie. Bin zur Eingewöhnung, zum Zeigen mal von dieser Karte einfach mal. Ne? Fahren wir die Linie 855 von Mensch Pfiffel nach Schloss Luisenthal. Fahrzeit so ungefähr 7 Minuten. Mit einem MAN Lion City Euro 6. In der Überlandversion, der ist quasi so ähnlich wie der Rotzügelsdorf MAN, nur halt, dass er ein anderes Kassensystem und ein anderes IBIS-System hat. Genau, ich bin die Kälte davon noch nie gefahren, also das ist jetzt mein erster quasi Eindruck von der Karte. Weitere Videos zu dieser Karte werden folgen. Also wir werden so mal ein bisschen so ein paar Linien auch abknabbern. Ich kann ja mal gucken. Das seht ihr jetzt hier ganz kurz. Es geht schnell auf den zweiten Monitor. Und zwar schauen wir mal in die Widmi rein. Die R1 Handbuch. Wenn ich es denn irgendwo finde, ist wieder Vorbereitung pur. Hohenkirchen, hier haben wir sie. Das Handbuch. Abbüchlein. So, ich kann das ja wegmachen. Das können wir rüberschieben. Genau, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 9.51 Uhr ist Abfahrt. Wir haben 32, also können wir noch, haben wir noch alle Ruhe der Welt. So ist es noch. Aktivierung. Und zwar liegt Hohenkirchen in Thüringen. Hat eine dörfliche Landschaft. Also na, schön Dörfer, Überland, ist halt eine Überlandkarte. Quasi so gesagt, es gibt zwei Busse. Einmal den Evico Urbanway 18, also den Gelenkbus vom Evico. Und einmal zweimal der MAN, einmal in Euro 6 und einmal in Euro 5 Version. Ist von Halligen erschienen. Gibt insgesamt es gibt einmal die Linie 849, die geht von Hohenkirchen dann nach Herrenhof. Die 852 Wagenbach Wangenbach Hohenkirchen. Die 854 durchschüttet, so jetzt wie so direkt passt, wohin die Karte. Da steht nur, dass sie vom Bahnhof Hohenkirchen irgendwie fährt. Werden wir ja sehen, die werden wir natürlich auch noch fahren. Und dann die 855, die wir heute fahren. Nach also zum Schloss Luisenthal. Genau, also da gibt es insgesamt vier Linien. Die sind halt so um die 60 bis 30 Minuten und Zeitraum von 8 Minuten. Na, also ist alles eigentlich dabei für Kurz-, für Langfahrer. Also alles mit an Bord. Genau, die Fahrzeuge. Wie gesagt, schon der Iveco und der MAN-R20 Euro 6 und Euro 5 Version einmal und den Iveco gibt es nur unter Gelenk-Version. Gibt es dazu, dass ich natürlich das gibt es noch einen Peer-Wert an diesem Iveco. Der hat dann auch dasselbe Kassensystem, denke ich mal, drin wie hier. Den können wir ja mal in der nächsten Tour fahren. Genau. Ja, was gibt's so? So gerade zu sagen, ich denke mal, das ist so der erste Eindruck, wie ich schon gesagt hatte, und dann wie ich so rauslesen kann, ist so ein Kirchen halt eine sehr detaillierte Überplankarte Bereich von Thüringen, und liegt in Thüringen. Wir werden uns mal schönen Eindruck verschaffen. So ist es. So, wir tun erstmal unsere Sitzposition mit AXI einstellen. Sitz. Das ist erstmal sehr wichtig. Au, das war mein
Nischel ein bisschen nach hinten, Sitz nach hinten, da wird ihr irgendetwas ein bisschen nach vorne. Sind wir gar nicht so bei ein bisschen weiter unten. So, was gibt's an dem Bus Neues zu sagen? Nie viel. Außer halt neues Kassensystem. Der Rest ist halt einfach quasi so ähnlich wie der, wie ich schon gesagt habe, in Bad Hügelsdorf der MAN, der A20. Finde ich jetzt nicht schlecht. Na, neue Innenanzeige hat er drin. Das ist interessant. Ja, die sieht gut aus. Ja. Ja, die ist nicht schlecht. Na, von innen halt Überlandsitze, wie es halt für ein Überland gehört, mit Außenschwenktüren. Hinten zweiflügelig, vorne innenflügelig. Na, von außen typisch immer ein halt. Na, nichts Besonderes, nichts Neues. Schön mit der Boxerspiegel hier. Genau. Ja, das ist hier unser neues Kassensystem, wo wir unsere Fahrkarten damit verkaufen. Kurzstrecke. Ach, geil. Boah. Nachtschicht. Nachtsicht. Ah, das gefällt mir besser. Das ist gut. Sturm, ja, geht nie. Naja, egal. Oh, hier mit USB angeschlossen. Au. Oh. Sieht so gut aus, finde ich. IBIS Plus kennen wir ja von Bremer schon. Das ist neu, denke ich mal. Also, ich habe das System hier noch nie gesehen, so. Aber, ja, von vorne sieht es halt an. Na, finde ich jetzt nicht schlimm. Wir können froh sein, dass überhaupt Busse mitgeliefert werden. Na, also, alles schön und gut. So, du musst das Dashboard noch ein bisschen einstellen. Zack. Machen wir Licht ein bisschen an, Standlicht an. Standlicht, habe ich gesagt, nicht Vollbeleuchtung. Wetter lassen wir so, wie es ist. Na, das Standard wird auf 15 Grad draußen. Machen wir ein bisschen die Heizung an, oder wir können ja ein bisschen das Wetter einstellen hier. Moment, EDDF, EDD, oh Gott, EDDC ist glaube ich Dresden. Ich möchte noch was stören. Und dann nehmen wir unseres, mein Heimatwetter. No. Genau, Temperatur im Bus, wie viel haben wir draußen, 16 haben wir im Bus. Und wir haben draußen 18 Grad, ja, das passt. Das ist angenehm. Genau. Mal gucken, ob es so funktioniert wie im Dings hier Umlaufnummer. Wenn ich jetzt die Umlaufnummer eingebe, 07. Was passiert dann? Nichts. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Umlaufnummer, ist der beste, das war mal anders. In dem Fahrweg, also 855.1. Wie geht denn der Scheiß hier? Mensch, so viele 01. Mensch, genau, das passt. So, mal gucken können, ob 3512 geht, wie beim MAN von Bremen. Na, Matrix, grüne Matrix, okay. Ich denke mal, die werde ich mir gucken, ob ich die mir vielleicht weiß färbe, weil grün. Aber, okay, schicke Matrix auf jeden Fall. Die ist ganz in Ordnung. Vielleicht hätte ich eine weiße Variante gewählt, ob ich jetzt unbedingt die grüne genommen hätte. Aber ja. So, dann tun wir mal die Zeit vorspulen auf 9.08 Uhr. 9.01 Uhr. Schauen wir mal. Ja. 48. Weltkindertag. Ach, da oben. Ah, haben die heute Weltkindertag? Ja, ist gut. Oh, da kommt schon eine. Machen wir mal die Tür auf hier. Hallo. Tag. Schön. Schön. Ja, würde ich sagen, wir starten mal Motor. Gehen wir mal nach hinten. Und dann fahren wir mal den Motorsound an. Ja.
ist in Ordnung. Finde ich. Ist halt schon immer in der ja. Also. A20 hier. Ja, aber die sind uns gefallen. Ne? Die sind gut. Die sind gut. Noch mal ein bisschen die Zeit vorspulen. Das ist vielleicht doch ein bisschen optimistisch gewesen. Zack, 50 haben wir noch eine Zeit. Zack. Und noch einmal. Oder lassen wir es sein. Ah, die Verstärkung gelesen. Ja, so wie es aussieht, der Hilfsfall, den ich anmachen müsste. Gucken wir mal, ob was kommt. Nö. Und dann fahren wir mal los. Haltestelle Oberhof Wiesenweg. Entsorgen klingt gut. Das ist ja einen normalen Fahrschein bitte. Ach, oh mir. So, Inselticket, ne? 3,50. Alter. Längst nie diese komischen Standardteile hier verwendet. Die Performance ist bis jetzt sehr gut. Also ich kann mich einfach nicht schauen. Vielleicht guckt man das noch besser, dass man die Finger noch näher hat. Jetzt habe ich die große Klasse gehabt, das hängt auch nicht an. Nächste Haltestelle. Oberhof Jagdstraße. Jetzt so eine Ausflugslinie sogar hier. So wie ich das mal mitgelesen habe. Oh Gott! Das war ein bisschen zu viel. Im Guten. Ich bin lange nicht am See gefahren. Verzeiht es noch. Huch! Test. So. Halt. Stopp, das rede ich. Ein Fahrschein bitte. Schönes Hundebücher, also ja, sieht schon geil aus. So erster Eindruck, so jetzt die ersten 10 Meter hier. Sehr gut. Hört mir sehr, sehr gut. Die alte rote Straße hier oben. Was macht sie? Nächste Haltestelle. Oberhof Ort. Das ist alles noch im Rahmen. Ich entschuldige mich auch schon für die Hintergrundgeräusche hier im Mikrofon. Es tut mir leid.
wollte die so bei schlechten Wetterformen. Ich dachte, gucken wir jetzt mal ein bisschen erstmal hier die Karte im sonnigen, im schönen Klapper mal befahren. Aber so wie es hier, also die Gestaltung und die Gebäude, die sieht schon geil aus. So viel ist hier selbst gebaut, so wie ich das gelesen habe. Also, Hut ab. Guten Tag. Hallo. Morgen. Einmal Kurzstrecke, bitte. Einmal die kurze. Ich glaube, Sie haben mir zu viel gegeben. Das tut mir aber leid. Ich glaube, Sie haben mir zu viel gegeben. Ach, komm, halt. So, bitte nehmen. Einmal nochmal, bitte. Einfach nehmen. Diese andere Ticketpreise. Ne? Ich finde so die Straßen auch geil. Es sind so richtige Dorfstraßen. Es ist nicht mehr so ganz in Ordnung. Nächste Haltestelle. Bei Einkaufen. Rotte Rode. Okay, das Ende erreicht. Wir haben mal ein schönes Screenshot hier. Wir schon mal die erste Probe. Ist eigentlich ganz gut. 855 zweite Ausfahrt. Na, dann nehmen wir mal die zweite Ausfahrt. So, was machst du hier? Im Kreis. Bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier sind. Das geht aber ab hier. Stepetinio oder was? Ja. Also die Gefahr. Die Karte, die ist schon mal so im ersten Eindruck, so die Linie, die ich jetzt gefahren bin, mit dem Bus hier mit dem M1, ist nicht schlecht. Also Hut ab vom Abauer hier, also boah, gefällt mir. Ich hatte die Karte gar nicht auf dem Schirm gehabt sogar. Ich habe das jetzt in meinem Discord gesehen, dass die Karte kommen soll. Und so die Bilder, die ich mir angeguckt habe, ja. Ich dachte, okay, schön. So eine schöne Überlandkarte. Mal was anderes, ne? Und überhaupt noch was von dir rauskommt. Das sind natürlich die nächste klare Ansage. Dass es noch sowas gibt. Andere sagen, ja, Omdi ist ausgestorben. Andere sagen, nö. Und ich sag auch nö. Warum sollte Omdi denn aussterben? Omdi ist der beste Bus-Simulator im Moment. Es gibt nichts anderes. Und die Karte verfeinert gerade Omdi. Die Performance ist bis jetzt sehr gut. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ja, also, und von der Gestaltung her ist das Teil schon mega. Das ist mega, ehrlich. Hier, oh, mal angucken, hier, scheiß auf, wir haben eine Verfrühung, oder? 56, oh, wir haben eine gute Verspätung, ach, ist doch egal. Let's test. Mal aussehen, hier. Na, das sieht schön, ja. Das sieht geil aus, das ist so ein richtiges kleines Dorf. Weißt du, wo jeder Nachbar helfen tut und alles mögliche hier, die Fachwerke, also Fachwerkhäuser, einfach solche, die alten Häuser hier, so ein bisschen älter, dann vielleicht wieder noch. Das ist doch, auch von den Texturen her, ist nicht unscharf, es ist einfach geil. Das ist einfach, kann man anders nicht sagen. Und dann hier. Wenn du hier wohnst und dann früh so aufstehst und du hast einen geilen Landaufgang. Ja, jetzt tut uns sie wieder nachladen hier, weil ich hab so viel geladen. Bin so viel hier rumgeschwommen. Ne, wirklich. Gigantisch. Wisst ihr was? Und hier machen wir uns das Screenshot, das ist geil. Ich muss zwar nochmal ausmachen hier. Nein, das war zu weit weg.
lächeln. So. Na, da kommen wir mit einem Rückwärts entgegen. Also, die Koblenzer sind ja sehr. Also, da hier, wenn ich jetzt hier rumfahre, hat schon in sich. Also, hier müsste schon auf die Tube treten. Aber wir wollten uns heute erstmal hier die Karte angucken. Nächste Haltestelle. Schloss Luisenthal. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Boah, fällt der Scheiße. Schnauze. Immer diese Fahrgäste hier meckern, das ist unglaublich, unglaublich. Jetzt fährst du deine Geschwindigkeit jetzt in der Straße und die Länge sind der Seite. Bitte. Also man kann darüber treiben, ne? Also. Kennen wir steuern ja alles und Omni-Navi gleich ein bisschen. Ich sag einfach mal nein. Boah. Ist ja unmöglich. Nein, das schafft man hier rum. Rückwärtsgang. Performance ist. Kannst du nicht genug loben. Ja, für die nächste, für die Zukunft fahren wir hinten vielleicht rein. So. Damit endet hier die Fahrt. Das kleine letzte Test ist hier, wenn wir alles raus machen. Zack. Gucken wir uns nochmal das Schloss hier kurz an. Also, ja. So ein kleines, gemütliches Schloss hier mit einer. Und der Gaststätte hier. Ja. Das sieht nicht schlecht aus. Das hat so bis das hat schon was. Also, na? Nochmal gleich nochmal ein Bild machen hier. Das hat schon was. Quatsch, das war die falsche Taste. Geh weg! Jetzt müssen die unsere Schussbüschel. Leute, wenn. Das kommen die alle hier rum. Schnell machen wir aber. Naja, gut, das war's fürs Erste. Die nächste Tour wird dann mit dem Iveco sein, mit dem Gelenkbus. Und gucken wir uns nochmal eine andere Linie an, die vielleicht etwas länger geht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.